Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motava 10. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf Motava 10. Heute geht es um diesen Gehäuselüfter der Firma Enermax in der 12 cm Variante. Ihr seht, die Blades sind rot. Der ganze heißt Magma. Was heißt jetzt Magma? Dass die ganzen Sachen damit ultra heiß werden? Nee, natürlich nicht. Das Magma bezieht sich darauf, dass dieser Kühler auch in 85 Grad warmer Umgebungstemperatur noch sehr gut seine Arbeit verrichtet. Jetzt will ich euch erstmal den Lieferumfang zeigen, der hier mit dabei ist. Also einmal der Lüfter. Hier ein Adapter von 3-Pin zu 4-Pin, 3-Pin zu 4-Pin Molex, falls ihr das Ganze an euer Netzteil anschließen wollt, müsst, könnt. Hier dann der 3-Pin-Stecker, mit dem der Lüfter normalerweise angebracht wird. Und hier in einem Tütchen sind jetzt einmal 4 Schrauben, falls ihr den Lüfter mit Schrauben anbringen möchtet. Und dann haben wir hier noch einmal diese 4 Antivibrationsgummis, wenn ihr sie damit anbringen wollt. Die führen nochmal zu einer geringeren Geräuschentwicklung. So, das ist also das, was dazu gibt. Klar, den Lüfter hatten wir ja schon. Und hier diese Anleitung. Ansonsten, das hier ist schön stabil gemacht. Hier haben wir auch ein User's Manual. Da steht dann nochmal drin, was hier alles drin sein muss. Das hier ist ein sogenannter Hochleistungskühler. Und der kühlt bis zu 100.000 Stunden. Die meisten oder einige andere Lüfter sind halt nur für 50.000 Stunden ausgelegt. Der hier ist für 100.000 Stunden ausgelegt. Diese Badwing-Lüfterblätter leisten bis zu 30% mehr Luftstrom bei geringer Geräuschentwicklung. Das heißt, sie können mehr kühlen und verursachen dabei weniger Geräusche. Finde ich ganz nett. Wenn ihr das Ganze mal reinigen müsst, bitte nicht unter Wasser halten. Wasserdicht ist der jetzt nicht. Aber ihr könnt, wenn ihr von der Seite hier raufdrückt, die Blätter entfernen. So. Und ihr seht jetzt hier einmal, kann man das denn mit einem feuchten Tuch abwischen. So sieht das Ganze von innen aus und auch hier nochmal von innen. Und wie bringt man das Ganze wieder zusammen? Klar, indem man das einfach zusammenknackt. Also, Handhabung sehr einfach, ist auch sehr robust, kann auch durchaus mal runterfallen. Ich glaube nicht, dass da was kaputt gehen würde. So, und jetzt läuft das gute Stück auch schon. Ihr seht, so. Was man zudem jetzt leider nicht sehen kann, also jetzt jedenfalls so nicht auf Anhieb, ist, dass der Luftstrom, der hier gerade entsteht, sehr stark ist. Der Kühler hier hat einen Volumenstrom von knapp 118 Kubikmetern pro Stunde und das ist nicht schlecht. Also der kühlt wirklich einiges weg. Ich gucke mal, ob ich noch ein Räucherstäbchen habe, um nochmal einen kleinen Test zu machen und ich bin gleich wieder da. Jetzt haben wir hier ein Stäbchen und ihr seht bereits, wenn ich das nur hier vorhalte, ist der Luftstrom so groß, dass ihr bereits überhaupt gar keinen Rauch mehr seht. Okay, versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Selbst wenn ich das hier oben halte, wird das Ganze angezogen. Der zieht jetzt so schnell alles weg, dass man es gar nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn ich es direkt dahinter halte, wird auch alles weggezogen. Das heißt, ja, also als Lüfter unschlagbar, so wie es scheint. Insgesamt muss ich sagen, ein Produkt, was mir sehr gut gefällt. Das Ganze gibt es bei Enermax. Könnt ihr auch selbst im Internet nachgucken unter www.enermax.de. Die haben auch noch schöne andere Sachen, so wie Netzteile, Gehäuse, unter anderem Peripherie. Jo, und ich sage jetzt erstmal danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, euer Motava 10.